Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Wie ihr wisst, setze ich mich auf diesem Kanal ja sehr oft mit tendenziöser Berichterstattung auseinander und kritisiere eben, wenn Medien einseitig sind, wenn sie versuchen, Meinung zu machen. Und das alles kennen wir schon, vor allem auch vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Aber was eine ganz neue Dimension der Dreistigkeit darstellt, ist, wenn man bewusst die Haltung vor den Fakten stellt. Wenn man bewusst eben ein Bild zeichnet, was so nie passiert ist. Und genau das ist Georg Restle und Monitor passiert. Ich finde es also sehr wichtig, diesen Missstand hier zu kritisieren, der sich eben in der Sendung Monitor zugetragen hat. Wir alle kennen ja Monitor, eben ein Magazin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Georg Restle ist da derjenige, der immer moderiert bzw. auch die Verantwortung für dieses Magazin mitträgt und den man eben kennt als Repräsentationsfigur von Monitor. Und er ist ja sehr umstritten, beziehungsweise hat schon sehr häufig eben ganz klar gesagt, dass ihm es wichtig ist, Haltung zu zeigen, dass ihm im Journalismus praktisch die Haltung mit am wichtigsten ist. Und deswegen wissen wir alle, dass Georg Restle eigentlich ein streitbarer Journalist ist, weil er schon eher als linker Aktivist in Erscheinung tritt. Und die Vorwürfe, die es jetzt eben gegen Monitor gibt, die wurden im Fokus publiziert, die sind wirklich ungeheuerlich. Ein inhaftierter Flüchtling ist in seiner Zelle verbrannt. Das ist ohne Frage ein tragischer Fall. Und da muss man auch sagen, da kann man natürlich erstmal eine Sendung drüber machen, da kann man drüber sprechen, da kann man drüber berichten, keine Frage. Aber man sollte natürlich auch bei der Wahrheit bleiben. Man sollte natürlich auch bei den Fakten bleiben und nicht versuchen, Stimmung zu machen. Denn was da unter anderem auch von Monitor und Georg Restle veranstaltet wurde, ist laut diesem Fokusartikel, den ich hier auch einblenden würde, wirklich ungeheuerlich. Weil es wurde wirklich versucht, ein Bild zu zeichnen in den Monitor-Sendungen, welches eben die Polizei und auch die Ermittlungsbehörden als komplett inkompetent darstellt und ihnen sogar unterstellt, nicht richtig eingegriffen zu haben. Die Unterstellung steht im Raum, dass die Polizei bewusst nicht eingegriffen hätte, als dieser Mann eben in seiner Zelle verbrannt ist, dass man irgendwie seine Hilferufe lange ignoriert hätte. Und solche Unterstellungen wurden da gemacht. Und wenn man sowas vorwirft, dann muss man dafür eigentlich gute Quellen haben, beziehungsweise gute Belege, weil es wirklich sehr dreist ist, den deutschen Ermittlungsbehörden sowas vorzuwerfen. Und Überraschung, die Quellen und die Belege sind alles andere als gut. Die Staatsanwaltschaft hat nämlich der Berichterstattung von Monitor und dem Öffentlich-Rechtlichen widersprochen, dass das Ganze sich gar nicht so zugetragen hätte. Ich lese hier mal vor aus dem Fokus. Der Report der Staatsanwaltschaft liest sich in Teilen wie eine Anklageschrift gegen die WDR-Medien. So soll etwa ein Zeuge vor der Kamera zu Falschaussagen zum Brandgeschehen verleitet worden sein. Ein Mithäftling des Ahmed A. bekundete in seiner Vernehmung bei Staatsanwaltschaft und Polizei, die Sendung des TV-Magazins Monitor entspreche nicht den Tatsachen. Man habe ihm die Antworten in den Mund gelegt, dafür gab es 300 Euro. Also erstmal dachte ich natürlich, man zahlt keine Honorare an Menschen, die irgendwie Interviews geben und schon gar nicht, um sie dann eben zu gewissen Aussagen zu verleiten oder damit sie eben die Antworten geben, die gehört werden sollen. Also wenn das wirklich stimmen sollte, dann wäre das natürlich ein großer Skandal. Der WDR und auch Monitor haben natürlich jegliche Schuld von sich gewiesen, beziehungsweise eben die übliche Reaktion gezeigt, die eben kommt, wenn man irgendwo Lügen in den Medien vermutet, dass dem alles nicht so wäre, dass es Unterstellungen seien und dass da überhaupt nichts dran sein könnte. Und sagen wir es mal so, ich möchte hier gar keine Wertung vornehmen, wir haben ja Aussage gegen Aussage, mir geht es um was ganz anderes, nämlich dass man einfach mal die Fakten anschaut, dass der Fall eben doch nicht so klar ist, weil das, was hier im Fokus veröffentlicht wurde, ist ja nicht einfach irgendein Quatsch, da wird sich ja konkret auf Quellen bezogen, nämlich auf die Staatsanwaltschaft, da wird sich auch auf die Polizei, auf die Behörden bezogen, auch auf Zeugenaussagen. Und warum sollten die eigentlich alle lügen? Also diese Frage muss man doch stellen dürfen. Warum sollten Staatsanwaltschaft, aber auch Ermittlungsbehörden wirklich komplett etwas falsch erzählen und nur Monitor und Georg Restle recht haben? Das wäre irgendwie komisch, oder? Und damit kommen wir zum eigentlich wichtigen Teil dieses Videos, nämlich zu den Hintergründen bzw. warum ich persönlich glaube, dass hier doch etwas komplett schief läuft. Wir müssen uns nämlich mal die Berichterstattung von Monitor und auch von Georg Restle näher anschauen, die eben in der Vergangenheit erfolgt ist. Ob die denn auch so neutral war oder ob es da eben ähnliche Skandale gab. Zum Beispiel wurde ja der Unternehmer Peter Weber wirklich in einem diffamierenden Bericht ja in die Nähe des Mörders von Walter Lübcke gerückt. Das war ja auch ein riesiger Skandal damals und da habe ich auch mir damals schon, als ich ein Video dazu gemacht hatte, gedacht,
Wie kann es eigentlich sein, dass sowas im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesendet wird? Also bei Georg Restle weiß man eben nie, ob es jetzt Fakten sind oder nur eine persönliche Haltung. Und selbiges Phänomen gab es ja auch bei der Berichterstattung über die Freibäder, wo eben der ganze Tumult im Freibad, der da eben verursacht wurde, als Jugendstreich dargestellt wurde vom Monitor. Also die Schlägereien, die es eben in deutschen Freibädern nachweislich gab im Sommer, die wurden da als Jugendstreich eben verharmlost. Und so arbeitet eben Monitor kontinuierlich. Also es geht immer darum, dass am Ende ein Bild rauskommt, was eben nicht die Fakten bestätigt, sondern die angeblich richtige Haltung. Und deswegen müssen wir auch wirklich über die Personalie Georg Restle sprechen. Denn im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist es ja so, dass da eigentlich Menschen sitzen sollten, die wirklich für die Gesellschaft tragbar sind, die gesellschaftsfähig sind und die nicht irgendwie extrem politisch einseitig agieren. Das will ja das Neutralitätsgebot so und der Rundfunkstaatsvertrag sieht es ja auch so vor, dass es nicht Meinungsmache ist, sondern Berichterstattung und dass wirklich auch Kommentare, journalistische, als solche gekennzeichnet werden. Bei Georg Restle ist halt dieses ganze Magazin meiner Meinung nach so ein Übergang, wo eben immer Meinung, aber auch Fakten oder angebliche Fakten ineinander verfließen, um am Ende dann ein gewisses Bild zu zeichnen. Wer sich eben Georg Restle mal im Detail anguckt, den wird das wenig überraschen, weil der hat ja selber eben etwas veröffentlicht, dass er dafür plädiert, für einen werteorientierten Journalismus einzutreten. Und da meinte er, deutscher Journalismus wäre, Zitat, im Neutralitätswahn. Das muss ich mal reinziehen. Also er möchte gar nicht neutral sein, er gibt es offen zu. Er sagt, ich will nicht neutral sein, ich will Haltung zeigen. Haltung ist wichtiger als Neutralität. Und dass man sich auch nicht mit einer guten Sache gemein machen sollte, hat er anscheinend nicht verstanden. Restle hat ja seine Karriere beim linken Radiosender Radio Dreieckland begonnen, also wirklich sehr linksalternativ ist das angesiedelt. Da kann man schon sagen, wäre er besser da geblieben, so in diesem Bereich Taz oder Neues Deutschland, irgendwo, wo man wirklich offen linke Meinungen publizieren kann. Es gibt ja die Möglichkeit in Deutschland, da ist auch nichts gegen auszusetzen im Rahmen der Meinungsfreiheit, aber im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist so ein Linksaußen dann doch irgendwie schon fehl am Platz, finde ich, weil es ja wie gesagt dann doch eher in Richtung Meinungsmache geht, weil es eben nichts mehr mit Neutralität zu tun hat und weil er sogar offen zugibt, dass er nicht neutral sein will. Und problematisch ist natürlich auch seine Geisteshaltung. Das war ja extrem lustig, also lustig und auch traurig, muss man sagen, als er wirklich gesagt hätte, man dürfe die finanzielle Sicherheit von Redakteuren nicht in Frage stellen. Also auf gut Deutsch, man darf meine finanzielle Sicherheit nicht in Frage stellen. Ihr müsst weiter Rundfunkbeitrag zahlen für mich, sonst werde ich ganz, ganz böse. Wenn wir das also zusammenfassen, können wir schon ganz klar feststellen, dass Georg Restle und Monitor alles andere als neutral sind und dass es auch in der Vergangenheit sich immer wieder belegen ließ, wie in diesem Video, dass es da Vorfälle gab, wo schon ganz klar Haltung vor Fakten stand, wo es schon wirklich wichtiger war, ein bestimmtes Bild zu zeichnen, als eben die Realität abzubilden. Und da kann ich auch nur sagen, dass eben so Magazinen wie Monitor niemand mehr vertrauen möchte, das ist selbstverschuldet, das ist tatsächlich eigenverschuldet. Und ich kann immer nur wieder die Forderung stellen, wenn man eben so kritikunfähig ist, wenn man wirklich sagt, wir machen immer so weiter und Haltung, aber keine Fakten, und das ist das Motto praktisch, dann muss man den Rundfunkbeitrag wirklich offen in Frage stellen. Es laufen gerade diverse Kampagnen gegen den Rundfunkbeitrag und es wird immer wieder von Empörung gesprochen. Aber ich kann dazu nur sagen, es ist keine Empörung, es ist eine berechtigte Wut, die sich in einer Demokratie auch ausdrücken darf, wenn man eben sehr viele Menschen und ihre Bedürfnisse immer weiter ignoriert. Sehr gerne könnt ihr jetzt noch dieses Video überall teilen, das würde mich wirklich sehr freuen, denn wir müssen wirklich Georg Restle widersprechen, wir müssen unsere Meinung auch dazu abgeben, was im öffentlich-rechtlichen Rundfunk läuft, das zu ignorieren ist keine Lösung, weil Aufklärung funktioniert nämlich nur so, dass man immer wieder die Missstände aufzeigt und auch sachlich und argumentativ darstellt, warum das, was zum Beispiel Herr Restle sagt, nicht richtig ist und warum man das nicht im Rundfunk akzeptieren sollte. Und gerade auch, wenn man eben so ein bestimmtes Bild zeichnen möchte, wie ein Herr Restle, und dazu sogar so ein Fall eben instrumentalisiert, wo ein Mensch eben durch Feuer zu Tode gekommen ist, ja, dass man sogar da noch Stimmungsmache betreiben muss, finde ich eigentlich sehr schade, weil wie gesagt, das ist schon tragisch genug, da muss man nicht wirklich noch unbedingt jetzt sagen, die Polizei ist schuld und hat versagt, ohne da wirklich Belege anzuführen. Das empfinde ich wirklich als sehr dreist und deswegen habe ich auch dieses Video gemacht. Wenn euch die Inhalte hier auf diesem Kanal gefallen, dann freut es mich natürlich sehr, wenn ihr meine Arbeit freiwillig finanziell unterstützt, egal ob per Bankverbindung oder per PayPal. Ihr helft mir damit sehr, dieses Projekt hier fortzuführen und so viel Zeit und Energie weiterhin hier reinstecken zu können. Ein solches Finanzierungsmodell würde ich übrigens auch mal den Öffentlich-Rechtlichen nahelegen, das wirklich nur die Menschen Geld geben, denen es auch gefällt. Mal gucken, wie viele dann am Ende noch bei ihnen stehen würden. Das nur am Rande. Ihr könnt jetzt noch diesen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Ich freue mich auf euch. Ciao.